Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Oh, guck mal, wir werden hier direkt begrüßt. Vom... Ah, mit dem dürfen wir leider nicht reden. Dabei ist er der Burgherr quasi. Ich will mich hier nochmal auf der Burg ein bisschen umschauen, aber ich glaube, ich darf hier nirgendwo mehr hin. Bin ich hier jetzt in einem privaten Bereich? Nein? Okay. Bin ich jetzt in einem privaten Bereich? Yep, bin ich definitiv. Was sind die... Hallo, Herr Wächter. Ja, war jetzt schon kein Joke. Hier sieht das alles schon viel bequemer aus. Guck mal, hier wird schön gebetet. Kann man nur noch Schlösser knacken. Und, hallo. Hey! Na, dann lass mich halt nicht durch. Naja, ich muss ja eh die Rüstung klauen. Gucken wir doch mal, wo die sich überhaupt befindet. Ich weiß immer noch nicht, wo... der Bäcker im Endeffekt ist. Naja. Die Rüstung ist wahrscheinlich nicht in diese Richtung, aber ich mag es gerade hier ein bisschen zu erforschen. Ich find's cool, dass die Burg so mega realistisch umgesetzt ist und alles verbunden ist und so. Die Rüstung ist wahrscheinlich mehr unten, aber ich könnte hier noch den Turm erklimmen. Und mir eine schöne Aussicht verschaffen. Hier darf ich auch nicht hin, oder was? Auch in einem privaten Bereich. Oh, hier wohnen Leute quasi. Und hier gibt es Mini-Fenster raus. Wahrscheinlich, um die Wärme drin zu halten. Na gut, dann gehe ich halt wieder runter. Wenn ihr hier alle so Spielverderber seid, dann suche ich mir meine Rüstung halt anderswo. Verpiss dich. Hey. Lass mich durch. Komm schon, du Arsch. Hm? Ich komme jetzt hier nicht durch. Ey, leck mich doch. Ah, warte mal. Wenn du mich nicht verpisst, gibt's Ärger. Okay, ich gehe mal hier runter. Wenn das okay ist, dann ist das gut. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Nee, das ist nicht gut. Sorry, ich komme dann mal wieder hoch. Also das war jetzt nicht böse gemeint oder so. Okay, es scheint dich eh nicht interessiert zu haben. Ich bin einfach die Leiter wieder runtergegangen und du hast offenbar vergessen, dass ich existiere. Sehr schön. Ja, 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 guck aus dem Fenster. Yes! Oh, oh, Gegenverkehr. Ich gehe hier einfach kurz zur Seite und du läufst an mir vorbei, okay? Jawohl. So gefällt mir das doch. Okay, die Rüstung klauen. Oh, hier ist die Herrin Stefanie. Nochmal kurz ein Schneckskin mit der vielleicht. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Sehe ich wie ein Wachmann von Thalmberg aus? Was denkst du, Herrin? Sehe ich wie ein Wachmann aus Thalmberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Sieh dich an. Danke, Herrin. Das hat zutiefst meine Gefühle verletzt. Da sagt man doch normalerweise, hallo. Hallo, Frau Dorfbewohnerin. Wieso kann ich dir alle fragen? Ist hier jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr, aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Alles, sagst du. So, so. Ich hätte gerne einen Staubsauger. Was sagst du jetzt? Okay, ich schau mal ganz kurz auf die Map, wo ich denn jetzt hier überhaupt hin muss. Weil ich laufe gerade so ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl. Ist das hier vorne direkt? Es scheint ja wirklich... Naja, es ist schon noch hier hinter. Nun gut. Ich begebe mich auf die Suche nach der Rüstung. Hier raus. Nee, das ist schon... Das ist schon in der Hauptburg drin. Aber wo da... Hier, da. Ja, ich bin in einem privaten Bereich, deswegen schließe ich mal ganz kurz die Tür. Das bekommt ja keiner mit. Kann ich eigentlich schleichen? Wenn du dich hineinschleichen willst, sorge dafür, dass dich niemand sieht oder hört. Ob du gesehen wirst, hängt vom Licht, deiner Haltung und deiner Kleidung ab. Ob du gehört wirst, hängt von der Oberfläche, auf der du dich bewegst, deiner Haltung und deiner Kleidung, insbesondere deinem Schuhwerk ab. Ups. Okay, ich bin Sneaky Beaky unter Wakesy. Okay, ja. Picken und schmecken und so. Dann nehmen wir doch mal hier die Leiter nach oben. Das hier ist ja offenbar ein Vorratsraum. Oh, wir sind über dem Tor. Hier sind wir. Ja, hier haben wir noch ein paar Langstreckenpfeile, die ich mir mal ganz kurz stehlen kann. Wenn du etwas stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Ja, hier guckt doch gerade gar keiner hin, oder? Guck mal, wie viele Landstreckenpfeile hier sind. Ja, nehme ich doch mal alle mit. Ja,
Feile Schmeile, sage ich immer. Ich bin eigentlich eine ehrliche Haut, ja. Aber nicht, wenn es... Ach, hier ist ein Bogen. Ja, den nehmen wir doch mal sicherheitshalber mit, ne? Der liegt da ja auch so. Den braucht ja auch gerade eigentlich eh keine Sau. Deswegen alles kein Problem. Kann ich den eigentlich direkt ausrüsten hier unter Waffen? Ja, sehen die Leute direkt, dass der gestohlen ist? Nee, oder? Da ist so ein komisches Gestohlenzeichen nehmen, aber das... Das interessiert uns doch jetzt nicht wirklich, oder? Okay, hier scheint aber nicht die... Oh ja, ich weiß, dass ich in einem privaten Bereich bin, aber wen interessiert das schon? Hier ist ja keiner. Ich finde es nett, dass die mir hier Unterkunft gewähren, mich aufnehmen und durchfüttern. Und ich danke es ihnen, indem ich sie bestehle. Fühle ich mich schon ein bisschen... Fühle mich schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Könntest du vielleicht diese Leiter benutzen? Ich spamme nämlich gerade die ganze Zeit A. Okay, dafür muss ich wohl aufstehen in dem Fall. So, hallihallo. Geiler Vorratsraum, der nicht besonders gut bewacht ist. Ich muss hier überall Schlösser knacken. Das Problem ist, ich kann kleine... Also kann ich Schlösser knacken? Ich weiß es nicht, dafür brauche ich ja theoretisch einen Dietrich. Und hier ist sehr schwer, das kann ich ja sowieso schon mal knicken. Wo führt mich das A hin? Hier an die... Wo führt mich das A hin? Vielleicht doch an die Truhe über uns, wo sehr leicht oder sowas beistand. Du hast keinen Dietrich. Ja, das ist die Truhe, glaube ich. Also, glaube ich zumindest sehr stark. Das heißt, ich muss jetzt zum Händler gehen, um meinen Dietrich zu bekommen. Ja, ich würde sagen, das ist die Truhe. Nun gut, dann suchen wir den Händler auf. So, ich habe da nichts gemacht übrigens. Hallo. Hallo, Freunde. Wo war denn hier der Händler? Da hinten irgendwo. Ist das dein Ernst? Ja, war schon mein Ernst. Hier war der irgendwo. In der Nähe vom Kornspeicher wurde er gesehen. Du bist ein Kornspeicher. Du bist eine Nähe. Also vielleicht doch da, wo ich gerade vorstand. Verdammt, hat er sich in diesem Gebäude versteckt, wo ich nicht reinkomme? Verdammt, ich bin in einem privaten Bereich. Ah! What the fuck? Wie komme ich denn da oben rein? Okay, nochmal den Kreis laufen. Wer bist du denn eigentlich? Du bist ein Wächter. Du bist ein Kornspeicher. Und hier scheint irgendwo der Wächter zu sein. Und da komme ich nicht rein. Ah! Okay, er ist doch in diesem Haus da drin. Privater Bereich, Schmiedpraterbereich. Du bist nicht der Händler, oder? Ne, du bist Fortava. Moment, bist du nicht der Händler? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Du bist der Händler. Wenn du Geld hast. Ja, aber du hast Geld. Ich hätte gerne 2 Dietriche. Ah, vielleicht besser 3. 54? Ja, warte. Ich hab da so ein... Ich hab da so einen richtig schönen, rustikalen Eschenbogen. Und 17 wunderschöne Langstreckenpfeile. Shit. Das reicht nicht.
Ich brauche vielleicht doch nur einen Dietrich. Ach, ich erhalte! Verdammt, ich bin blind. Ich brauche vielleicht doch mehr als einen Dietrich. Ich erhalte noch 1,6. Ah, da muss man aber nochmal kurz was machen. Da mache ich nochmal kurz hier. Aber leider nochmal hier so zwei Landstreckenpfeile entfernen. Und machen wir nochmal einen dritten weg, so. So. Ich bezahle 2,6. Ja, gucken wir mal, ob ich das runtergefeilscht bekomme. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Ja, komm hier, das muss doch reichen. Einverstanden? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Naja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ich habe jetzt ein gutes Geschäft gemacht. Habe ich noch Geld? Habe ich Geld bekommen? Ja, ich habe 0,5 Groschen. Sehr gut. Und ich habe 2 Dietriche. Und noch 4 Landstreckenpfeile und 5 minderwertige Pfeile. Cool, dass der mir einfach die Sachen abgekauft hat, die ich da hinten geklaut habe. Direkt mal den anderen Bogen klauen, der da noch neben lag. Null Problemo für mich. Du hättest das Ding aber auch sehr, sehr interessant, lieber Herr Dorfbewohner. Okay, jetzt nochmal Sneaky-Modus aktivieren. Hier guckt gerade keiner. Okay. Ein paar Kniebeugen machen aus Versehen. Schloss knacken sehr leicht. Okay, wie funktioniert das? Moment. Hilfe. Zum Schlösserknacken brauchst du einen Dietrich und solltest auch Ersatz haben, da Dietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du A bei anvisiertem Schloss gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint und du musst den Dietrich an die richtige Stelle einsetzen. Sodann musst du den Dietrich benutzen, mit L, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung die Position des Idealpunkts ändert. Ob du dich dem Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. Versuchst du, den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Dietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden am Dietrich verursacht ein Geräusch, das für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Ihn zu zerbrechen ist sogar noch lauter. Nice. Ich muss A gedrückt halten, oder? Da. Okay. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Boah, Junge. Okay. Wieso ist die rot? Ich nehme einmal alles.
Dadurch habe ich doch jetzt richtig geilen Scheiß, oder? Aber was Hose und so angeht, bin ich immer noch ein Lappen. Die ganzen geklauten Sachen habe ich ja jetzt an. Ansonsten habe ich noch Waffen geklaut, nämlich Nadel. Ein Schwert. Was echt viel wert ist. Gucken wir uns nochmal die Info an. Ein gut ausgewogenes Kurzschwert, außergewöhnlich wegen seiner gut geschmiedeten Spitze. Gestohlen in Tamberg. Mhm. Aber wir haben an dieser Stelle ja eh schon... Moment, haben wir Nadel angelegt? Was ist denn mit unserer... Hier, was ist denn mit Herrn Ratzings Schwert? Das haben wir angelegt. Okay, sehr gut. Was ist denn mit Herrn Ratzings Schwert? Ist das... Ja, dafür brauche ich zumindest nicht so viel Stärke wie bei dem anderen. Oh scheiße, ich bin jetzt ja voll laut. Vielleicht ziehe ich mir da doch erst gleich an. Ich könnte jetzt natürlich noch versuchen, die anderen Sachen da unten zu stehlen mit schwer und sehr schwer, aber ich weiß nicht, ob das richtig klug ist. Ah, hier haben wir noch den rustikalen Haselnussbogen. Das ist natürlich ein anderer. Ja, schade. Ich wollte natürlich eigentlich. Naja, hätte ich mal das Schwert. Naja, gut, das Schwert konnte ich ja nicht verkaufen, logischerweise. Aber der rustikale Haselnussbogen, der braucht auch mindestens Stärke und mindestens Agilität, die ich beide gar nicht habe. Ein gewöhnlicher Bogen gefertigt von einem geschickten Schnitzer mit der richtigen Holz. Mit dem richtigen Holz zur Hand. Na gut. Dann runter. Oder haben wir oben noch sehr leicht? Lass mich nur mal kurz gucken, ob wir oben noch sehr leicht haben. Ich bin jetzt natürlich auf den Geschmack gekommen, auf den Diebesgutgeschmack. Schwer? Schwer. Nee, da sind wir, glaube ich, noch nicht gut genug für. Da gäbe es nur Ärger. Gehen wir einfach wieder runter. Ich finde es schön, dass das Spiel aber auch einen Anreiz bietet. Na gut, hätte... Ja, hier gibt es nichts zu sehen, ne? Was wäre denn jetzt, nur mal so aus Spaß, wenn ich mich anziehen und mit der Herrin so reden würde? Das würde doch voll auf die Mütze geben, oder? Ich speichere mal kurz ab, um das auszuprobieren. Ich kann hier das jetzt aufs Inventar zugreifen, aber das kann ich doch sonst auch. Was soll das? Ich schlafe mal eine Stunde. Weil bei Schlaf wird doch gespeichert, wurde mir versprochen. Das heißt, jetzt... Ich komme noch nicht gut auf die Tasten klar, sorry. Machen wir es so. Oh, jetzt ist die Herrin weg. Nee! Ich wollte mit ihr quatschen. Bist du hier, Herrin? Herrin? Bist du hier? Nee. Damn, sie hat mich halt hardcore reingelegt. Ist sie oben? Herrin? Kann ich mit dir jetzt reden? Ja, übrigens, ich habe dich beklaut, by the way. Danke für die Unterkunft und so, ne? Bisschen guter. Da ist die Herrin! Jetzt kann ich nicht mit dir reden. Komm, hör mal auf, kurz zu... Nein, ich will mit dir reden. Vom Chicken Wow Wow. Komm schon. Gott sei mit dir. Verzeih, kenne ich dich? Ich bin es, Herrin. Heinrich. Huh?
Gütiger Gott, Heinrich! Wieso bist du so gekleidet? Ich muss meine Eltern bestatten. Doch die Wachen lassen mich nicht ziehen. Das darfst du nicht tun. Du wirst sterben. Sigismunds Männer sind abgezogen. Und ich kann nicht herumsitzen und Däumchen drehen. Ich finde nach wie vor, dass du in der Burg bleiben solltest. Aber wie ich sehe, folgst du bloß deinem Herzen. Möge Gott dich beschützen. Jawohl, die Herrin sagt, ich darf gehen. Das sag ich dir, Opa, wenn du sagst, ich darf nie abhauen. Geil, dass die mich nicht erkannt hat, ey. Wie blind ist denn die eigentlich? Ich habe ja wohl immer noch das gleiche Gesicht gehabt und die nicht so einen krassen Helm, der jetzt mein Antlitz bedeckt. So. Ich möchte bitte rausgelassen werden, ja. Und zwar auf der Stelle. Beste Grüße. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Jawohl, Bro! Hey, öffnet das Tor! Bin dir was schuldig? Die Freiheit schmeckt so süß wie der frische Honig einer Biene. Aufgekocht in heißem Wasser zu Met. Wo ist mein scheiß Pferd? Pferd? Hallo, ich habe gerade nach dir gepfiffen. Pferd? Was spawnt denn da hinten gerade? Da drüben! Hab dich! Wollt ihr mich verarschen? Lass mich verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten. Du gehst nirgendwo hin. Außer zurück hinein. Wenn ich es jetzt nicht tue, die Dohlen werden sie in Stücke reißen und über ungeweihtem Boden verstreuen. Und ich sitze hier fest, einen Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Verflucht! Mist, mein Knöchel! Kommt her, Jungs. Vergesst diesen niemand. Komm schon, Pferd. Nee, nicht Kuh. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd existiert nicht mehr. Ich glaube, in dem Dorf kann ich mich jetzt gerade aktuell nicht mehr so gut blicken lassen. Nur so eine Idee. Komm schon, was ist das denn jetzt mit meinem Pferd? Ist das ein Bug oder so? Warte, habe ich da was gehört? Nee. Aber da ist ein Dorf. Vielleicht haben die mein Pferd gesehen. Und mit Dorf meine ich zwei Gebäude. Sieht schon geil aus, oder? Wie sich das hier so auftut und so. Finde ich schon ganz nice. Hi, hast du mein Pferd gesehen? Ey. Soll sie nicht deswegen rumlöken, ne? Könnt ihr einbrechen. Das wäre jetzt aber eigentlich nicht Sinn der Sache. War mein Pferd bei den Pferden in dem Dingens? Man weiß es nicht. Ich könnte natürlich auch einfach Schnellreise benutzen. Vielleicht wird das auch mal meinen Pferdspawn resetten oder sowas. Keine Ahnung warum, aber da vorne ist schon wieder sowas. Na gut, dann benutze ich jetzt mal Schnellreise. Hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken, wenn ich das nächste Mal hier hinkomme. Sollen wir noch mal schnell reisen?
Wie, Schnellreise ist jetzt nicht möglich? Deine Mutter ist jetzt nicht möglich. Oh. Mir wurde gesagt, ich kann jederzeit mit Y mein Pferd rufen. Aber es sieht wohl so aus, als wäre das eine Lüge. Ein Steinbruch. Servus, Freunde. Habt ihr vielleicht mein Pferd gesehen? Fragen wir doch mal hier einen der Arbeiter. Du siehst doch wissend aus. Mit deinen schwebenden Punkten. Okay, mit dir kann ich gar nicht reden. Okay, du siehst doch wissend aus. Ein Schmiedelehrling. Gelobt sei Jesus Christus. Okay, mit dem kann ich handeln. Oh, was der alles Interessantes hat. Ein kleines Rüstungsset. Platten, Ellbogen, Kacheln. Holy shit, du trägst ganz schön viel mit dir rum, Junge. Hier ist so eine Art Lager. Kann ich mich hier an Bett und Essen vergnügen? Miam, 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 miam. Das hat gut. Ich musste mir irgendein Pferd beschaffen. Das ist natürlich blöd, so ohne Pferd. Shit, habe ich wohl kein Pferd. Macht nix. Ich kann auch zu Fuß überall hinlaufen. Pferdreiten in Spielen finde ich sowieso nicht so cool. Ah, jetzt wurde das Spiel auch gespeichert, wo ich kein Pferd habe. Sehr gut. Suche ich doch mal nach meinen Eltern. Hier bei den ganzen widerlichen Toten. Bringt nichts. Da ist über das. Wer bist du denn? Ja, servus, guter Mann. Was hast du hier zu suchen? Hey! Lebensmittel. Hey! Was hey! Die meisten Menschen wollen nicht sterben. Ups. Habe ich da potenziell gerade... Huch? Ja gut. Mehr hast du nicht? Das ist alles, was du besitzt. Was ist denn mit Geld? Leichter Gampel, so ein Fußwickel mit Sohlen. Wo sind wir denn hier, ey? Nix hast du. So. Jetzt erstmal selber die Dorfbewohner hier plündern. Eine Ehre, Schmere, sag ich mal. Okay, ihr habt aber eh nicht so viel geilen Scheiß und ich will jetzt nicht unbedingt das Essen aus von euch nehmen, weil, keine Ahnung, so ist so, ihr seid ja auch so ein bisschen tot und so. Jetzt ist jetzt natürlich ein bisschen das Problem so ohne Pferd. Ich ruf's zwischendurch einfach mal.
In der Hoffnung, dass was passiert. Nö, passiert aber nichts. Dass wir halt ein Stück laufen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel davon ausgegangen ist, dass wir es tatsächlich nicht schaffen, ein Pferd zu finden. Ich dachte halt die ganze Zeit, ich hätte eins. Leider ein Fehler. Vielleicht finde ich gleich nochmal irgendwo eins. Vielleicht muss ich jetzt aber auch das komplette Spiel ohne Pferd spielen. Wer weiß. Das ist alles möglich. Ja, und an dieser Stelle danke ich auch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es heute auch wieder gefallen. Gott. Und morgen finden wir hoffentlich die Leichname unserer Eltern. Das klingt ein bisschen makaber, aber gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein.